Hier geht es darum, einen Kontrapunkt zu setzen zu dieser großen Propagandaveranstaltung Tag der Milch von Swiss Milk. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hier Aufklärungsarbeit leisten, versuchen mit den Leuten etwas ins Gespräch zu kommen über die Hintergründe der Milchproduktion, die den meisten unbekannt sind. Diese Aktion wird durchgeführt von zwei Organisationen. Die eine Organisation heißt tierimfokus.ch und die andere Organisation ist die Vegane Gesellschaft Schweiz. Wir haben weniger Geld zur Verfügung als die ganze Milchwirtschaft, aber wir probieren Aufmerksamkeit zu generieren durch kreative Aktionen, wie eben unsere Aktion. Also wir sind als Kellner verkleidet, wir verteilen Geschichten auf dem Tablett, die Geschichte von Mary. Die Reaktionen sind interessant, nicht? Bloody Mary, Cocktail. Und dann denkst du, ja, Moment, vielleicht mal umdrehen, nicht? Und da gibt es dann die harten Fakten zu den Hintergründen der Milchproduktion. Damit eine Kuh Milch gibt, muss sie geschwängert werden. Sie muss ein Kind zur Welt bringen, wie bei uns Menschen auch. Aber dieses Kind nimmt man ihr sofort nach der Geburt weg. Nach einem Jahr ist über die Hälfte dieser Kälber sind tot. Es sind in der Schweiz 300'000 Kälber im Jahr. Die Kühe, die für die Milchproduktion herhalten müssen, nach sehr, sehr kurzer Zeit bereits geschlachtet werden, nach 4 oder 5 Jahren, weil sie die entsprechende Milchleistung, die nötig wäre, nicht mehr erbringen. Eine normale Kuh könnte eigentlich 20 Jahre leben und dieses Leben verkürzt man drastisch, wenn man sich für den Milchkonsum entscheidet. Wir sind von Mars TV geschickt worden auf die Erde, um einfach ein bisschen über diese seltsamen Bräuche und Gewohnheiten hier herauszufinden. Ja, genau, wir sind Sensationsreporter von Mars. Geil auf jede Story. Und wir haben schon einige krasse Dinge für uns hier auf der Erde entdeckt. Ja, also ich bin Milchprinzessin, ja, und ich würde Milch lieber trinken. Aber es ist nur Milch. Ich habe keine Milch getrunken. Nein, da hinten gibt es ja Milch im Verkauf. Also nur keine Menschen? Nein, Kuhmilch. Menschen haben keine Milch. Ja, Menschen haben ja Milch, aber das ist nicht so zum Verkaufen. Ah, nicht so gut. Und es ist sehr gut für die Babymenschen, für die kleinen, neugeborenen Menschen, die trinken. Es gibt zweibeinige und vierbeinige Babys und die vierbeinigen, die darf man anbinden und die zweibeinigen nicht. Die Milch der vierbeinigen wird dann weggenommen und dann die zweibeinigen erwachsen verfüttert. Ja, das ist, weil Kuhmilch sehr viel gute Inhaltsstoffe hat, Kalzium und Vitamin D. Was? Calcium. Was ist das? Ja, das ist ein Mineralstoff, der sehr wichtig ist für die Knochen. Das gibt es nur in der Milch? Nicht nur, aber dort hat es sehr viel Calcium. Ah. Also das heisst, der Mensch würde sterben, wenn er keine Kühe mit dem Milch spielt? Ja, sterben. Früher oder später auch schon. Ja? Es ist noch interessant. Gewisse sind sehr schlecht informiert. Also die sagen einfach, das ist gesund. Und die Kühe geben immer Milch und das ist so gezüchtet. Es gibt immer mehr vegane Alternativen. Man kann die in den normalen Grossverteilen, Migros und Coop kaufen, natürlich auch in den Reformhäusern. Aber die Leute wissen es noch zu wenig und wir versuchen eben, dieses Wissen an die Leute zu bringen. Also das steckt ganz klar hinter der Aktion. Es gibt Alternativen, die Alternativen sind sehr vielfältig, sie sind lecker, schmecken fein. Probiert das Ganze doch aus und ich denke auch, man muss darauf hinweisen, dass wenn man sich für den Milchkonsum entscheidet, dass es dann immer ökonomische Zwänge gibt und dass man nie eigentlich eine Milchkuh so halten kann, dass es ihr wirklich gut geht.
Bohnen.